Hallo Freunde, positive, nette Überraschung. Heute gab es das Bonus-Update, deswegen schauen wir dort einmal hinein. Oben rechts seht ihr es auch schon, wir haben eine Quest. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das eine Unterart von mal, ich weiß nicht mehr ganz genau, mal sehen oder wie der heißt. Auf jeden Fall das Flaggschiff von Rise, von Sunbreak. Genau, davon eine Unterart, irgendwie in Blau. Die schauen wir uns aber später an, denn anders als sonst gibt es auch nochmal zwei Event-Quests. Bei dem hier oben sollen wir eine Geste bekommen, hier unten sollen wir eine Deko-Rüstung bekommen. Vor allen Dingen diese Quest finde ich interessant. Dreimal Nagakuga, einmal davon die Unterart, verbotener Turm, also kleine Area, die Viecher können nicht abhauen. Das Ding hier oben könnte echt ein bisschen zeitaufwendiger sein. Ich schlage mal vor, wir starten mit der Deko-Rüstung. Dann vielleicht mit der Hauptstory und zum Schluss dann nochmal hier die besondere Geste, die wir dort bekommen. Wunderbar, das hat sehr gut und sehr schnell funktioniert. Ja, die Schildkröte ist natürlich weg. Und, oh, zwei Monster sind schon weg. Okay, ich war bis eben der Meinung, dass dort noch 0 von 3 stand. Jetzt schon 2 von 3, wunderbar. Heißt, es ist nur noch eines. Na, wo ist denn der letzte? Got room for one more? Well met. Ja, am wichtigsten ist hier natürlich das Material für die Deko-Rüstung. Ja, die haben wahrscheinlich das Vieh zu schnell umgehauen. Oh, da ist er. Und gleich auf den Schädel drauf wemsen. Und gleich mal auf den Boden gewemst. Ja, nicht ganz auf den Kopf, aber egal. Und nochmal schön auf den Schädel drauf. Okay, Doppelsprung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Upsala. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe, als der released wurde, habe ich ihn ein paar Mal angedaddelt. Seitdem eigentlich nicht mehr. Aber gut, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ja, sehr schön nochmal durchgekommen. Der hopst hier aber auch viel durch die Gegend. Ach, stimmt ja, da war ja giftmäßig was dabei. Bislang
habe ich auch noch nicht gesehen, dass bei ihm irgendwie was gebrochen wurde. Und der zweite Schwinger daneben. Sehr schön. Da hat, glaube ich, einer die Spinne genutzt. Ah, shit. So, einmal euch direkt vor die Füße gelegt. Ja, das war aber nicht wirklich lang. Ah, shit. Oh, na also, da haben wir doch den ersten Bruch. Ja, sorry, aber ich bin hier gerade im Fluss gewesen. Aber der letzte Schwinger hat ihn in seinem Schlaf erwischt. Ah, okay, das Ding hat schon... Gut, alles klar. Down ist er. Alle gefangen. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was für Materialien wir bekommen, wie viel wir bekommen und natürlich auch, wie die Deko-Rüstung ausschaut. Einen kleinen Hänger gehabt. Ich dachte schon Absturz, aber nee. So, wir haben hier... Sackleinen, okay. Interessant. Ein dunkler Blickset, da schauen wir natürlich auch mal eben drauf. Und da haben wir den dunklen Blick auch schon. Das ist quasi das Deko-Rüstungsset-Item. Wir brauchen drei Sackleinen. Ich habe leider nur zwei. Aber, ja, sieht interessant aus und ziemlich lustig. Werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Einmal muss das Ding noch gemacht werden. Aber als nächstes springen wir mal direkt in die Quest und schauen mal, welche Unterart, aber mal Seno, genau. Grausamer als zuvor, okay. Ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass dem so ist. Aber mal schauen, ob Urmalseno auf demselben Level ist wie Fatalis. Das war, glaube ich, das letzte, was wir im Bereich Iceborne bekommen haben. Und das Vieh war schon eine Hausnummer. Ich glaube auch nach diesem Bonus-Update wird es hier keine Event-Quests mehr geben. Aber das gibt mir dann vielleicht auch mal ein bisschen Zeit, die Anomalie-Geschichten nachzuholen. Und natürlich auch in Iceborne noch mal ein bisschen was zu machen. So, kommt, Leute. Yes. Ha. Einfach mal schnell durchspringen. Sie hat jetzt die wichtige Quest für... Oder die dringliche Quest für uns. Aber ich weiß nicht, habe ich eben schon gegessen? Ja. Back to work. Gut, dann schauen wir mal. Why, hello. There's a special quest for you. So, da haben wir jetzt die dringende Quest. Sehr schön. Here's the list of quests. 126.000. Lege den Urmalseno.
Na, schade, können wir das gar nicht mit Begleitern machen? Das ist ja ärgerlich. Dann schauen wir mal, ob wir hier online eine Gruppe zusammenbekommen. Das haben wir auch sehr schnell hinbekommen. Ich nehme mal an, dass wenn wir Urmalseno hier umgenietet haben, dann werden wir ihn ja auch in den Meisterrang-Quests bekommen und dann können wir entsprechend mit unseren Begleitern dort hineinspringen. Aber wusste ich gar nicht, dass das in den dringenden Quests nicht funktioniert. Aber ist auch in Ordnung, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ist auch eine komplett frische Gruppe. Dadurch, dass das Ding jetzt hier der dickste sein soll, powern wir uns noch mal ein bisschen auf. Ah, okay, wir haben hier auch einen NPC mit dabei, alles klar. Ich dachte eben schon, die Gruppe wäre voll, weil wir vier Personen links gesehen haben. Aber eine davon, die zweite, ist ja die Fechtmeisterin. So, hier schön alles einsammeln, was wir so bekommen können. Da oben war, glaube ich, nichts mehr. Genau, da vorne ist noch was. Oh, die hat einen britischen Akzent. Habe ich gar nicht gemerkt bei den letzten Malen. So, da oben ist noch was. Ist Ausdauer, aber nehmen wir auch mal mit. Da hinten ist auch noch Ausdauer. Oh, der erste ist schon umgekippt. Gut, dass ich das nicht war. Ah, den habe ich noch nicht aufgedeckt. Und zack. Den ersten Schaden, den wir gemacht haben, war 92. Nicht so geil. So, er haut schon ab. Sehr gut. Und er... Okay, in dem Fall ist das in Ordnung und gut. Sieht auf jeden Fall cool aus. So dieser goldene Schimmer. Der hat was. Oh. Nee, der wird nur wütend. Wow, okay. Der Strahl... Ich hätte auch gesagt, dass der Strahl uns nicht trifft. Aber gut, das hat er. So, Kopf ist gebrochen. So, der liegt schon wieder. Irgendeiner von denen, die hier dabei sind, ist ziemlich krass. Der mit der Gunlance ist das nicht, weil der schon draufgegangen ist. Aber wir haben sehr schnell etwas gebrochen und auch schon ein paar Mal umgehauen, den Dude. Ach, shit. Ich dachte, das hätte jemand platziert.
are not letting up. This is horrible to look at. Okay, den zweiten habe ich nicht kommen sehen. Oh, shit, der hat mich erwischt. Der hat aber so gut wie keine HP abgezogen, ne? Ja, shit, ich wollte eigentlich auf den Schwanz drauf gehen, weil der ja dieses Leuchten hat, wie bei den Anomalien auch. Gut, von Damage würde ich sagen, geht das? Der Dude ist aber sehr mobil unterwegs. Wo bist du? Nicht immer in diesen kleinen Gängen, weil wenn er dann dicke Angriffe macht, dann werden wir höchstwahrscheinlich davon auch getroffen. Oh, der eine ist fast draufgegangen. So, kleinen Schwächeanfall. Gut, aber das Ding eben war vorhersehbar, dass da irgendwas Krasses passiert. Also, wenn das Vieh hochsteigt und dann ordentlich abgeht, da kann man davon ausgehen, dass dann die Kacke richtig am Dampfen ist. Ah, shit, der letzte ist daneben gesammelt. Mal hier einsammeln, schon wieder ein uralter Drachenschatz. Okay, das tut nicht richtig weh. So, und sie gehen da wieder in diesen kleinen Gang rein. Wenn er jetzt seinen Strahl macht, haben wir ja so gut wie keine Möglichkeiten, dort auszuweichen. Und das passiert so häufig. Und dann wundern sich die Leute, wieso die draufgehen, gerade jetzt am Anfang, wo keine Sau das Vieh kennt. So, das ist auch nur Ausdauer, aber nehmen wir mit. Oh, shit. Daneben gesammelt. Schon wieder? Portet er sich hier die ganze Zeit hin und her, oder was war das? Oh, schnell weg. Gut, hat ein bisschen wehgetan, aber war jetzt auch nicht so heftig. Zumal wir jetzt die HP auch wieder haben. Nein. Dann springen wir mal in die Runde 2. Also so ein Absturz. Jetzt haben die hier natürlich wieder alles geklaut, die gierigen Hunde. So ein Absturz wie eben passiert wirklich sehr selten. Also ich hatte sowas bislang 2-3 Mal gehabt. Seit Release von Rise. Und nein, es muss genau dann passieren, wenn es gut läuft und das Vieh schon ein bisschen Schaden gefressen hat. Also das sah ja auch schon ordentlich mitgenommen aus. Ich war auch schon gut gebufft. Also den Damage, den er uns reingedrückt hat, der war jetzt nicht weltbewegend. 50% war, glaube ich, das Heftigste gewesen, was er gemacht hat. Und dann mit 2-3 Schlägen haben wir diese 50% wiederbekommen.
Unsere anderen Mitstreiter sammeln sich auch noch mal ein paar Kaulitze ein. So, ich werde mir jetzt da oben rechts noch die HP-Gedöns-Dinger holen. Sweet. Aber schön, dass sich jeder die einsammelt. So, das nehmen wir mit. Das da oben nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir langsam zum Gegner, denn das Team versammelt sich dort. So, da haben wir noch Verteidigung, rechts haben wir Verteidigung und da unten haben wir noch Life. Den nehmen wir auch noch mit. Wir haben dann links auch noch mal da hinten genau hinter ihm ein bisschen HP. Noch ein Kaulitz für HP und dann haben wir die maximale HP. Ja, Verteidigung ist wichtiger, aber das passt, glaube ich, auch so. Ja, der sieht auf jeden Fall geil aus. Also das... Da kann man nichts gegen sagen. Also ich würde es auch... Also Drachen generell sind immer gern gesehen. Ich würde natürlich auch bei Wild Hearts gerne Drachen sehen, aber das passt halt nicht, weil Wild Hearts eher so das Tierwesen-Konzept hat. Und daneben gesammelt. Oh. Das war aber ein nicer Move. Nach vorne gesemmelt, mit seinen Flügeln ein X gemacht. Geil. Perfekt den Kopf getroffen, aber das Fass nicht. So, eben hatte der gute Panda hat die Quest verlassen. Hat er vielleicht auch einen Disconnect? Gibt es heute irgendwie Probleme oder was? Wir haben natürlich wieder gleich einen neuen Mitstreiter finden können, weil ja, gerade zu Release und auch ein paar Tage danach wird man hier wahrscheinlich sehr schnell eine Gruppe finden können. Oh, der hat jetzt hier nochmal schön ein Schwert ausgepackt. Ja, komm schon. Ah, da hat einer Heilnebel rausgewämmt. Sehr schön, vielen Dank. Er hat ein Palamut jetzt die Bubble abgefangen. Ja, auf den Schwanz hauen können wir. Da ist ja auch diese rote Suppe. So, er haut ab. Sehr schön, Verteidigung und Ausdauer. Da oben haben wir auch nochmal Ausdauer. Aber lassen wir mal jetzt. Noch schnell schleifen. Und weiter geht's. Ja. Ein Schlag und er ist zu Boden gegangen.
Ja, schade, dass das gesamte Team nicht gerade hier ist. Aber davon oder da habe ich nicht spekuliert, dass sowas passiert. So, jetzt ist er richtig wütend. Eben, das war nur die Vorstufe des Wütendseins. Okay, da haben wir den Strahl gesehen. Ziemlich breit. Aber gut, als der uns damit getroffen hat, waren nur 50%. Ja, 50% sind aber auch viel. Und jetzt sind wir, glaube ich, nochmal ein bisschen besser geboostet. Junge, du bist zu schnell. So, wir haben hier einen Drachenspeer. Sehr schön. Wer auch immer das war, wunderbar gemacht. Wunderbar, Kopf ist zum ersten Mal gebrochen. Oh, shit. Nicht nah genug dran gewesen. Okay, man kann ihn schocken. Fangen können wir ihn ja nicht, weil er müsste ein Drachenältester sein. Schwanzangriff dieses Mal nur einmal, dann Flügelangriff zweimal. Und auf den Schädel drauf. Ah, shit, der zweite Schwinger ist nicht durchgegangen. Und er haut schon wieder ab. Dann nochmal schnell schleifen. Da vorne liegt Verteidigung, sehr schön. Ja, die Verteidigung ist aber auch schon ziemlich hoch gestackt. Und daneben gesemmelt. Aber er hat sich auch gedreht. Malzino, okay. Dem Flügelschlag noch perfekt ausgewichen. Ja, die erste Wutstufe. Der Dude ist aber auch sehr mobil unterwegs, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Ja, die zweite Wutstufe. Und jetzt dreht er so richtig durch. Ah, shit. Knapp nicht geschafft. Na komm, nochmal lieber einen Heiltrank reinziehen. So, den Arm gebrochen, oder? Nee, das passt. Ah, shit. Wieder was gebrochen, wunderbar.
So, der haut ab. Zum großen Finale, oder wie? So, einmal schleifen und dann geht's direkt weiter. Ah, da unten liegt sein Schwanz. Shit. Zu spät gesehen. Ist auch ein bisschen klein für so einen Riesendrachen. Komm her, Drecksau. Okay, das ist die... Upsala, da hat uns aber das Ding erwischt. Gut, wir sind dann auch nochmal gestunt. Na? Viermal geschwungen und den Schwanz nicht einmal erwischt. So, der erste ist schon mal draufgegangen. Na, die Attacke eben, die hat's in sich. Aber wenn wir von ihm abhauen, ist das jetzt eigentlich auch nicht so hart gewesen. Der haut schon wieder ab. Das ist hier ein reines Hinterhergelaufe hier. Zack, den Kopf erwischt. Er mich aber auch. Leider ist er ein bisschen stärker. Ich wundere mich gerade, wo meine ganze HP hin ist. Der hat mich doch nur einmal getroffen. Und die gehen wieder in diesen engen Gang. Ich verstehe es nicht. Wie willst du denn da ausweichen? Wenn er seinen Strahl macht. Links und rechts sind Wände. Du kommst da nicht weg. Ja, aber anscheinend sind die anderen nicht ganz so Brain AFK und von daher passt das. Wir haben es einfach nur ausgesessen. Ja, wunderbar. Ja, shit, nur. Ich sollte weniger mit dem Wirbler arbeiten, sondern mehr mit den einzelnen Schlägen. Weil der Wirbler, das waren jetzt 500 Damage. Wenn ich jetzt mit den normalen Schlägen arbeite, ist das 1000 Damage. Ist schon ein kleiner Unterschied. Let's see what's at the end of this madness, shall we? Making progress. Great. Boah, Drache, du gehst mir langsam auf die Nerven. Jetzt müssen wir hier schon wieder hinterherlaufen. Ja, wenn die ganzen Chars auf einem Haufen laufen, ist das ein bisschen zu viel Gestöhne. Sehr schön. Hä, wieso macht... Wie, wenn ich das Opening mache, wieso kippt der dann immer um? Ich wollte doch keinen Wirbler machen. I'm a flurry of blades.
Aber okay, hat trotzdem funktioniert. Gleich mal in die Wutstufe 2. Oder sogar ein bisschen mehr. Diese roten Dinge sehen ein bisschen anders aus. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Oder kommt mir das nur so vor? Oh, das... Ah, shit, den zweiten habe ich... Mit dem zweiten habe ich nicht gerechnet. So, der ist... Ah, weg. Das war knapp. Ich stand fast in der roten Suppe drin. So, der hat seine... seinen blauen Totenschädel, das heißt, bald ist er hinüber. Kann das sein, dass der Dude immer in diesen Zwischenräumen sich versteckt? Da sieht man es doch jetzt, wie kacke das ist. Du kannst dort halt nicht wirklich gut ausweichen. Oh, ein goldener Sonic. Nice. Oh, Jungs, ey. Also, den letzten habe ich kommen sehen. Beziehungsweise habe darauf spekuliert. Und shit, er hat mich schon wieder erwischt. Und er ist down. Nee, der ist nicht down, der ist... Er haut ab. Judgment that brings destruction. Could it be that it's not aimed at us? Genau. Hm? What the fuck? Kommt da gleich nochmal was? Hold it. Something's off. Malzino's not attacking us. Maybe it's still in control of itself. The kingdom. And everyone important to me were laid to waste by Malzino. But this time, our true adversary is not Malzino. Our target lies elsewhere.
We must destroy the Curio and save Malzino. The Guardian Knight of Peace in the Kingdom has returned. Okay, das hat jetzt Sinn ergeben. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ist der Storystrang damit komplett abgeschlossen. Neues Abzeichen bekommen, gut EP bekommen, wunderbar, 20 Minuten, ja, ist in Ordnung. Mussten den ja zweimal machen wegen einem Absturz. Hey, how's it going? Gut. Ende gut. Alles gut. Sehe ich auch so. Wir müssen uns gleich nochmal anschauen, wie denn die Rüstung ausschaut. Und wir müssten, glaube ich, auch neue Waffen bekommen haben, oder? Na komm, macht eure Party. Das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Also, die Zwischensequenzen ziehe ich mir gerne rein. So ein bisschen Story links und rechts auch, aber diese ganzen Dialoge mir anzuschauen, na, eher nicht. How are things? I'll be here when you need me. Okay. Klingt interessant. Hey, good to see you. So, hier haben wir den Urbaum. Das. Oh! Schaut euch mal die Sockel an. Dreimal ein Vierer-Slot drauf. Shit. Okay, hat aber keine Fähigkeiten. Ja, die haben alle keine Fähigkeiten. Okay, gut. Also vom Schaden ungefähr in dem Bereich wie alle anderen, klar. Aber die Sockel sind schon heftig. Und Drachenelement sieht auch nice aus. Das Schwierigste wird sein, den Urblutstein zu bekommen, aber der Rest sollte nicht so das Problem sein. Was sagt hier die Rüstung? Da haben wir das Urset. Ja, sieht ein bisschen aus wie der Drache. Kritischer Boost kennt man, Teilezerstörung kennt man, Blutritus, Blutwachen kennt man nicht. Okay. I'll put everything Master Hammond taught me to good use. I can swing whatever you need. Also diese Rüstung könnte eventuell mein Unsterblichkeitsbild wunderbar ergänzen. Wo haben wir denn die ganzen schönen Dinge drauf?
Hier auf dem Kopf haben wir schon dreimal den Blutritus. Auf der Brust einmal Blutwache, einmal Blutwache. Und ja, okay, dreimal. Aber mir würde der Kopf schon komplett ausreichen für Unsterblichkeit. Sehr nice. Wirklich sehr nice. Okay. Dann schauen wir mal. Normalerweise müssten wir jetzt auch ja, den Bums bekommen. Ja. Aber mich interessiert eher. Da haben wir Urpest. Und hier werden wir ihn wahrscheinlich auch killen müssen. So, jetzt könnte ich ihn auch solo machen. Wunderbar. Ja, 140.000 Zennies. Müsste man dann mal ausprobieren. Aber Fatalis, sind wir mal ehrlich, war deutlich anspruchsvoller und deutlich stärker als er hier. Aber gut, es ist wie es ist. Wir haben noch ein bisschen Restzeit, um das Ganze abzurunden. Springen wir nochmal in die Eventquest. Dafür muss ich mich aber nochmal ein bisschen boosten. Und dann hauen wir nochmal die drei Dudes weg. Machen die letzte Eventquest. Und schauen uns die Geste an. Für die letzte Eventquest haben wir keine Gruppe finden können. Verstehe ich auch. Weil, ja, die Gesten sind jetzt nicht unbedingt die geilsten Dinger, die man hier bekommen kann. Da bin ich eher ein Fan von den Deko-Rüstungen. Aber wir sammeln jeden Mist, den wir kostenlos bekommen. Von daher auch die Gesten. Ja, bei den Monstern, die wir hier umhauen müssen, ist Kushala natürlich der härteste Brocken. Aber Kushala sollten wir auch ohne Probleme umhauen können. Ohne die ganzen Kaulitze. Sweet. Als erstes wollte ich mir eigentlich hier den King schnappen, weil der halt am einfachsten ist. Oh, falsche Haltung. Was? Daneben geschwungen? Na, die Switch Axe ist auch ziemlich nice. Müsste ich auch mal wieder auspacken. Na, shit. Aber gut. Ups, falsche Richtung. No problem. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich genau die Angriffe starten. Now it's personal. Aber das passt schon. Wir haben ja hier nicht die härtesten Monster, gegen die wir kämpfen müssen. Monster, Mr. Weapon!
Ja, der kriegt jetzt hier aber richtig die Ladung. So, gleich down. Und er haut natürlich nochmal ab, shit. Aber zum Glück nur ins Nachbarareal. Und down ist er, wunderbar. Dann greifen wir uns gleich Mitsuzune. Und zum Schluss nochmal den guten alten Kushala. Sehr schön, die wartet auch direkt vor der Höhle. Na, komm schon, schleifen. Sehr schön, Doppelwumms. Heute nicht. Ich bin heute nicht so ganz aufmerksam, aber jeden Schlag kassiere ich auch nicht. Wunderbar. Thanks, buddy. Wunderbar. Ja, die kassiert jetzt auch richtig. Ja, davon war auszugehen, dass ich den Schlag kassiere. So, die ist auch schon gleich down. Wo ist sie da? Und down. Wunderbar. Ja, mit den verbesserten Waffen und allem drum und dran ist, sobald der blaue Totenschädel auftaucht, der Rest eigentlich nur noch Formsache. Zurücklaufen habe ich keinen Bock. Auch wenn da noch der ein oder andere Kaulitz auf uns wartet. Und die anderen haben sich verlaufen. Oh, der Schlag hat nicht ausgereicht, um ihn zu triggern. Wobei, ich müsste eigentlich auch nochmal hier. Gehen wir den letzten Kampf auch nochmal mit der nötigen Ernsthaftigkeit an. Oh, dann müsste ich ja nochmal... Okay, mal sehen müsste, oder Uhr mal sehen, muss jetzt natürlich auch noch ein paar Mal umgehauen werden.
Für die Waffe und auch für die Ausrüstung. Wobei die Ausrüstung, glaube ich, ein bisschen wichtiger ist als die Waffe. Und dann nochmal die ein oder andere Meisterrang-Quest zu Ende machen, die noch offen ist. Und dann ist es quasi nur noch Anomalien ziehen bis zum geht nicht mehr. Und dann das Level dort zu erhöhen. Shit. Und ein paar, ja, weiß ich nicht. Also Anhänger, ich habe schon so viele Materialien bei den Anhängern rausgewämst und ich bekomme dort einfach nichts Vernünftiges. Aber okay, wenn man alle Rüstungen und so weiter hat, braucht man ja Materialien nur noch für die verschiedenen Waffen. Und ansonsten, na, ansonsten kann man ja nur die Materialien dann verballern, indem man versucht, einen vernünftigen Anhänger zu bekommen. So, nee. Zweimal. Na? Und da springt er wieder weg. Aber da haben wir den Schädel erwischt. Das schreiben wir uns jetzt einfach mal zu, um auch einen kleinen Erfolgsmoment zu haben. Und down. Ach, das ging ja schnell. Gut, das war ein Quickie, auch wenn es nur drei war. Auch wenn es insgesamt drei waren. Aber klar, mit besserer Ausrüstung, mit dickeren Waffen und wenn man die dann auch noch nach oben skalieren kann, ist das dann auch am Ende des Tages alles nicht mehr ganz so schwer wie direkt am Anfang. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Gesten und dann war es das auch schon für heute. Also Bonus-Update war echt eine Überraschung. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das heute kommt. Juni, obwohl, ja, wir sind ja schon im Juni. Da war es ja auch angekündigt. Aber egal, es ist da. Wir haben auch wieder ein bisschen neuen Content bekommen. Neue Rüstung, neue Waffen und natürlich auch wieder im Bereich Anomalien. Wird sich was geändert haben? Nur mal sehen. Wird bestimmt auch auf einem sehr hohen Level irgendwann mal dazukommen. Ist aber jetzt nicht das schwierigste Monster. Also tobender Magnamalo war, glaube ich, auch für mich jetzt erstmal so ein bisschen schwieriger. EP von dieser Event-Quest ist auch in Ordnung. Wir haben Level bekommen. Neue Gesten ist bitte 1, 2 und 3 und die schauen wir uns jetzt auch nochmal eben schnell an. Hier haben wir erstmal bitte Nummer 1. So dieses typische schüchterne Girly-Rumgewackel. Okay, ein bisschen zu übertrieben. Und das ist, glaube ich, eher die Bitte-Variante. Das ist jetzt eher so kindlich. Am Anfang so ein bisschen schüchtern und dann geht es ins Kindliche über, okay. Dann schauen wir mal bitte 2. Das ist sehr flehend. So nach dem Motto, bitte bringt mich nicht um. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie eine Geste genutzt. Egal, jetzt haben wir sie. Und bitte Nummer 3. Okay, das ist eher so anflehend. Und sehr stöhnend. Gut, okay. Alles klar. Das waren jetzt die drei Gesten, die wir durch die Event-Quest bekommen. Deko-Rüstung gefällt mir natürlich deutlich mehr. Das neue Monster Urmalzane gefällt mir auch deutlich besser. So wie seine Rüstung und seine Waffen. Ich werde nochmal ein bisschen in die Event-Quest investieren, in Malzane investieren, um dann das Set auch nochmal zu vervollständigen. Und dann können wir mal schauen, nächste Woche,
ob wir auch noch Eventquests bekommen. Ich würde jetzt sogar fast vermuten, dass wir keine Eventquests mehr bekommen. Aber dann bleibt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit für die Anomalie-Quests und auch wieder für ein bisschen Iceborne. Da muss noch ein bisschen was erledigt werden. Da haben wir auch noch nicht komplett alles gesehen.